Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Was war das für ein El Clasico? Ich komme gerade frisch davon, also ich war nicht im Stadion, ne? Aber ich habe es mir gerade noch eben angeschaut und Bellingham. Mehr brauche ich nicht zu sagen, es ist unglaublich, was der Typ da macht. Eine Sache, die ich loswerden möchte, wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Es fehlen noch 40 Abonnenten, dann haben wir mein Jahresziel erreicht, die 70.000 Abonnenten auf YouTube. Wenn ihr neu seid, noch nicht abonniert habt, das ist kostenlos, macht es sehr, sehr gerne. Und lasst immer ein Like da, somit pusht ihr den Algorithmus. Würde mich freuen, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, heute wieder ein dickes Investment-Video, wo wir, wenn wir vielleicht in so 10 Tagen schauen, es bereuen können, wenn wir nicht investiert haben. Und darum wird es heute gehen. Weekend League Update, ich stehe 6-0. Habe noch den halben Samstag so mit meiner Freundin verbracht, deswegen, und gestern auch, deswegen habe ich, sage ich mal, nur bis jetzt 6 Spiele gemacht, werde aber für morgen Abend dann die Rewards auf jeden Fall haben. Wie immer werde ich natürlich auf die 16 Siege schwitzen. Ich hoffe, die sind auch wieder diese Woche drin wie letzte Woche. Aber ich will euch, bevor wir reinstarten mit irgendwelchen Investment-Sachen, kurz wegen morgen das, oder euch warnen, euch das zeigen. Ich habe es euch von gestern und vorgestern gesagt. Jetzt haben wir hier auch nochmal die Bestätigung. Max 87 Euro SBC wird in den nächsten Tagen im EAFC Ultimate Team zurückkommen. Icon SBC ist ja schon erschienen und die Hero SBC kam ja auch schon und die kam immer auf einem Sonntag. Deswegen gehen die meisten davon aus, dass wir die SBC morgen bekommen. Wenn ihr euch fragt, ey Robin, was können wir da investieren? 84er, Futter, 85er, 86er, 87er, da habe ich gestern ein Video zugebracht. Ich will mich versuchen, weniger zu wiederholen, Freunde. Deswegen checkt das Video gerne von gestern ab, wenn ihr hier noch investieren möchtet, für morgen dann. Ich sage nicht, die kommt 100% morgen, ne? Aber die Chance, so ist eigentlich relativ klar, so vom Logischen, dass eigentlich morgen dann die SBC wiederkommen sollte. Werden wir dann, wie gesagt, morgen Abend sehen, ob es so sein wird oder nicht. Man muss aber auch sagen, die war ja deutlich schwächer von der Packrate als die Icon SBC. Aber okay, ihr seht schon, um welche Karten es heute geht, ne? Es geht um die Road to the Knockout Stage Karten. Wird ein etwas ausführlicheres Video. Ich habe ein paar Karten, wo es sich auf jeden Fall lohnt, nochmal reinzugehen. Ganz kurz vorweg, der nächste Spieltag findet hier statt, das ist der 7.8., das sind Champions League Spieltage, ne? Den Dienstag und der Mittwoch, das sind 7. November, 8. November, also jetzt nicht die Woche, die kommt, sondern darauf die Woche, deswegen sind wir relativ noch früher am Start und ich glaube, wenn wir jetzt reingehen, werden wir auf jeden Fall nichts falsch machen. Und Europa League und Conference League ist ja dann der 9., der Donnerstag, also damit ihr wisst, an welchem Tag überhaupt Champions League und Europa League und Conference League stattfindet. Und vorweg, wir verkaufen vor dem Spieltag, bedeutet ungefähr so, in dem Dreh werden wir verkaufen, aber ich werde, wenn ihr aktiv seid, sowieso immer Videos bringen und euch dann auch mitgeben, wann ihr verkaufen solltet. Und wir werden in diesem Zeitraum verkaufen, hier so zwischen den 3. und dem 6. November. Deswegen gehen wir auch jetzt schon rein und versuchen hiermit auf jeden Fall ein paar Coins zu machen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch unseren Discord joinen, ne? Oberster Link in der Videobeschreibung will ich kurz erwähnt haben. Da kommen oder sind die ganzen Investment-Sachen schon online. Ihr könnt immer noch mal früher investieren. Kommt halt nochmal zusätzlicher Stuff. Ihr habt live, also ihr bekommt live alle eure Fragen beantwortet. Und da geht es nicht nur um Trading, sondern es ist eine richtige Community. Wie gesagt, wir machen FIFA-Turniere. Ihr könnt da Pro-Clubs mit der Community spielen. Also ihr könnt alles da machen. Es ist einfach wie eine so eine riesengroße Community, die wir da sind. Und wir haben auch einige, die geschrieben haben, ganz lustig, der Gruppe gejoint wegen dem Trading und ich bleibe wegen der Community. Ist eine richtig coole Gruppe geworden, eine richtig coole Truppe. Also wer Bock darauf hat, obersten Link in der Videobeschreibung abchecken. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Wir fangen an mit dem Klassiker, Freunde. Dzeko. Ich will euch hier was erklären. Er hat jetzt sein erstes Upgrade bekommen, die 89. Und er kann halt noch eine 90 bekommen. Und wenn wir uns das hier mal kurz anschauen. Sie haben gegen Ludo Goritz gewonnen. 3-1 zu Hause. Jetzt spielen sie auswärts. Ich sag nicht, ey, das wird ein Safe-Win. Weil wenn ja, dann ist Fener weiter. Und somit wäre das 90er Upgrade dann, also würde er das 90er Upgrade dann bekommen. Und der günstigste 89er liegt gerade bei, ich glaube so, die sind ein bisschen gedroppt, ne? Der günstigste 90er liegt so bei 50.000. Die sind von 55 auf 50 runtergedroppt. Kommt immer auf die SBC an, Freunde. Kann auch sein, dass wir bald die nächste Icon SBC oder anderen coolen Stuff bekommen. Ihr seht ja, wir bekommen En-Masse-Spieler-SBCs, Icon-Spieler-SBCs. Und der 90er-Futterbereich wird immer auf jeden Fall sehr hoch bleiben. Und somit würde Dzeko auf ein 50k gehen. Und er würde noch 7.000 jetzt bald steigen in den kommenden Wochen. Deswegen, hier kann man wirklich Millionen reinhauen ohne Risiko. Wenn ihr sagt, ey Robby, ich habe Dzeko mittlerweile verkauft, keine Ahnung, ihr könnt nochmal in den reingehen, Freunde. Weil selbst wenn sie gegen Ludo Goritz verlieren, spielen sie danach gegen Spartak Trnava und sie haben eine Bilanz von 1 Tor und 8 Gegentoren, glaube ich, minus 7 und haben 3 Spiele, 3 Niederlagen. Also da wird es auf jeden Fall, oder da kracht es auf jeden Fall bis jetzt. Und hier glaube ich dann, ohne jetzt irgendwie ne, die Mannschaft schlecht zu reden, dass Fener hätte das auf jeden Fall, die gerade in ihrer Prime sind. Ich glaube, die haben diese Saison noch
kein Ligaspiel verloren und noch kein Conference-League-Spiel verloren. Auch 3 Spiele, 3 Wins. Also sie sind in Top-Form und ich glaube, dass, also wenn sie es hier dann nicht machen, machen sie es auf jeden Fall dann im nächsten Spiel safe. Gala muss ja nur noch weiterkommen für das Upgrade und das ist halt schon eigentlich relativ safe. Außer, keine Ahnung, was da passieren muss, dass Gala, Fener meine ich, nicht Gala, Fener das nicht schafft. Jayco wird zu 100%, ich sag's, Freunde, wenn nicht, ich lösche meinen YouTube-Kanal, wenn Fener noch irgendwie Dritter oder Vierter wird. Sie werden auf jeden Fall weiterkommen. Jayco auf 90 bedeutet auf Minimum 50.000 dann. Deswegen würde ich euch raten, wenn ihr Bock drauf habt, no Risiko, Robby, ich will Coins machen und ich hab Geduld, dann wartet 2-3 Wochen, nehmt euch jetzt einen Jayco mit, dann wartet 2-3 Wochen, ihr könnt die alle für 50.000 dann weghauen, weil er halt auf das SBC-Futterpreis hochgeht. Also, es ist so easy, also das Sky ist krank. Eigentlich muss man da wirklich alles reinstecken, weil 7k pro Karte, das auf Masse, wenn man da irgendwie ein paar Spieler holt, kann man auf jeden Fall auch nochmal gut Coins rausholen. Das ist eigentlich 100% so. Das wird früher oder später vorkommen. Deswegen das dazu. Dann machen wir weiter mit Bruno Fernandes. Hier finde ich das auch interessant. Ich mache immer nebenbei die Liste auf. Ich will mir heute wirklich Zeit nehmen, Freunde. Und wenn das Video eine Stunde geht, da könnt ihr auf den Spieler einfach rüber skippen, in den ihr investieren wollt, sage ich mal. Ich will ja auf ein paar Spieler auf jeden Fall ausführlich drauf eingehen. United hat ein knappes Ding gewonnen. Kopenhagen hat irgendwie in der 95. ne, Elfmeter verschossen. Onana, super Parade. Und jetzt spielen sie in Kopenhagen. Darf man nicht unterschätzen. United ist gar nicht gut drauf, muss man hier vorab sagen. Haben jetzt auch schwierige Spiele mit City und Newcastle in den nächsten 2 Wochen. Und dann spielen sie auch noch in Kopenhagen. Ich könnte mir so ein Unentschieden hier vorstellen. Oder halt United macht es nochmal knapp, ich weiß es nicht. Kopenhagen auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, ganz wichtig. Bruno Fernandes braucht einen Win, dann bekommt er sein erstes Upgrade und würde somit auf einen 91 gehen. Dann spielen sie noch einmal gegen Bayern und einmal gegen Gala. Wenn United dann, also es ist auf jeden Fall die Chance klar für United da, dass sie auch weiterkommen. Aber ein Upgrade könnten sie relativ safe noch schaffen. Sie müssen halt einmal noch gewinnen von 3 offenen Spielen. Und dann würde Bruno auf eine 91 gehen. Und ich glaube, bei Bruno ist das so ein Hype-Ding. Also hier arbeiten wir vor allem mit dem Hype. Bedeutet, ihr probiert nochmal unter 520. Vielleicht unter 525 ist gerade auch ein guter Undercut, weil er bei 535 liegt. Oder ihr checkt immer so einen Daily Graph aus, seht, ey, 504 heute Morgen, 509, 500 sogar. Gestern war der so bei 560 sogar, okay, der ist gut eingebrochen. Und wenn ihr da wartet, immer Richtung 19 Uhr oder kurz nach 19 Uhr, da haben die immer so ein paar Einbrüche, die Karten. Und vor allem bei so Karten kann man sehr gut snipen. Bedeutet, ihr seht, Bruno geht für 525, dann würde ich nochmal so 5000 runtergehen und vielleicht mir einen mitnehmen. Der könnte auch nochmal Richtung Spieltag, so 1-2 Tage vorm Spieltag auf 560, 570 hochgehen. Deswegen würde ich so für 520 eigentlich würde ich Max ausgeben. Ihr seht ihr, der ist sogar gerade so günstig, 518 sogar. Dann würde ich, warte mal, ich muss das hier filtern wegen der Team of the Week Karte. Er liegt sogar bei 515. Dann geht ihr auf 510 runter. Also ihr seht, den kann man schon Richtung 500 bekommen. Wenn man da ein wenig sniped, warte, ich bin jetzt gerade komplett am struggeln, so. Und ihr probiert den euch einfach zu snipen und wenn ihr da 10, 15 Minuten dran sitzt, der könnte wieder wirklich auf 550 bis 570.000 hochgehen Richtung Spieltag. Hier sehe ich das Risiko natürlich etwas höher, Jayco ist kein Risiko und bei Jayco kann man auf jeden Fall auch auf einfach sehr viele Coins machen, da kauft ihr euch einfach die Spieler, er kostet nicht viel, da kann man sich auch mehrere mitnehmen. Bonus, das Ding könnte halt wirklich nochmal hochgehen, wenn er noch in Zukunft ein paar Links bekommt, hat er auch den Rashford-Link bekommen, deswegen ist er auch etwas, sagen wir mal, angestiegen. Aber vor allem, wenn United das nächste Spiel gewinnt, ist er keine Karte, der dann nach dem Spieltag droppt, weil United Kopenhagen ist immer noch kein Spiel, wo man sagt, ey, United gewinnt 100%, vor allem nicht in Uniteds Form. Deswegen, wenn United gewinnt, würde der eher noch danach steigen, nach dem Spieltag, wenn man weiß, okay, dann steht United da mit 6 Punkten. Gala weiß man nicht, ob sie jetzt gegen Bayern dann jetzt in München gewinnen oder nicht oder halt ein Unentschieden. Auf jeden Fall glaube ich mal, wenn Gala nicht gewinnt, sollte United Zweiter sein und somit könnte man auch noch auf das nächste Upgrade spekulieren und daraufhin könnte er noch mehr steigen. Also er könnte sogar Richtung 600.000 gehen, wenn der Hype da wirklich gut mitarbeitet. Aber wie gesagt, wenn er so bei 515 liegt, dann würde ich ihn so unter 510 auf jeden Fall probieren zu snipen. Dann haben wir Openda. Mein Boy Openda, Freunde, 276.000 gerade. Wenn City gegen Young Boys jetzt ein Rückspiel gewinnt und Leipzig gegen Belgrad, ist Leipzig weiter und Openda wird automatisch ein +2 Upgrade bekommen. Und somit könnte er im nächsten Spiel direkt 2 Upgrades auf einmal sammeln. Ich glaube, hier können wir sehr viel Hype erwarten, Richtung 300.000, also über 300, 310, 320 kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Vor allem, wenn sie Belgrad besiegen und City gewinnt gegen Young Boys, halt, den kann man auch über den Spieltag halten, wenn man da ein bisschen spekulieren und hoffen will. Ansonsten haut man hier vor dem Spieltag weg. Openda könnte dann halt durch das Doppel-Upgrade auf eine 87 gehen, geht direkt auf 98 Pace, 97 Pace, 85, 86 Schießen, 84 Physis, 76, 77 Pass, über 85 Dribbling und ich glaube, vor allem durch den Hype könnte Openda
hier dann auf 320 oder so auf jeden Fall hochgehen, wenn ich sogar noch höre, ne? Weil ich setze so Minimum 310 bis 320 an bei Openda und auch hier würde ich den immer, wenn ich euch die Investments mitgebe, immer ein paar tausend runtergehen und dann euch den einmal oder wie oft ihr Bock habt mitnehmen. Also bei Openda sehe ich sogar mit am meisten Potenzial, dass man hier wirklich pro Karte, man sagt, auf 20, 30k Gewinn spekulieren kann. Aber okay, Freunde, das auf jeden Fall zu Openda. Ihr habt es, glaube ich, verstanden, was hier möglich ist. So Spieler wie Lenz, wie Machado. Lenz hat, glaube ich, unentschieden gespielt zu Hause. Und hier ist das Problem, sie spielen jetzt in PSV. PSV nicht zu unterschätzen. Ich glaube, unentschieden oder 1-1, richtig. Ein Win hat er ja schon. Also bei einem erneuten Win würde er ein Upgrade bekommen. Würde auf eine 84 gehen. Beim Weiterkommen würde er dann auf eine 85 gehen. Aber sie spielen jetzt erstmal gegen PSV. Und danach, wenn ich mich nicht täusche, gegen Arsenal. Oder richtig, in Arsenal sogar. Das ist schon schwer. Hier ist er halt schon bei 14.000. Da finde ich halt andere Karten viel interessanter, dass ich den einfach rauslassen würde. Lass den von mir aus auf 17.000 ansteigen oder so. Aber ich würde den sicherheitshalber einfach rauslassen. Dann haben wir Frankfurt, die 6-0 gegen Helsinki gewonnen haben. Bedeutet, bei einem sie spielen jetzt wieder gegen Helsinki und wenn sie da wieder gewinnen, bei einem 6-0 zu Hause kann man nochmal auswärts gewinnen, Frankfurt. Dann wäre Frankfurt auch weiter. Also bei dem nächsten Win würde dann Götze sogar ein doppeltes Upgrade bekommen. Bedeutet, auf eine 89 gehen. Also 88 für den Doppelsieg und 89 fürs Weiterkommen. Und der günstigste 89er liegt gerade auch bei, ich glaube, 35. Warte mal. Ja, 35, aber weil wir auch keine SBCs haben. Die 89er waren auch schon bei 40 und somit könnte Götze auch wieder Richtung 40.000 gehen. War sogar schon vor dem Spieltag bei 31 und ist jetzt nach dem Spieltag gedroppt, weil die Leute wissen, okay, der bekommt zwar ein Upgrade, aber erst in 10, also sie spielen erst wieder in, keine Ahnung, 14 Tagen, sagen wir mal. Und da hat kein Mensch Bock, irgendwie die Investments lange zu halten, verkaufen. Erstmal nehmen erstmal den Gewinn mit und investieren bald wieder. Und deswegen nehme ich hier das Video auf. Wir sind schon sehr früh gerade dran. Und Götze wird alleine bis zum nächsten Spieltag, ein, zwei Tage davor, wieder auf 30 plus sein. Und deswegen kann ich euch auch hier nur mitgeben, Götze ist genau dasselbe wie Dzeko. Auf Langzeit gesehen ein 100% Gewinninvestment, wenn ihr bei diesen Preisen hier einkauft. Wenn nicht sogar noch tiefer, wäre noch besser. Das ist so ein schwieriges Ding, Freunde. Ich habe mir einen mitgenommen für 151, habe ich mir gesniped gestern, oder 152, kann ich euch mal kurz hier zeigen. Trotzdem finde ich, warte mal, wo bist du, Bro? Hier. Nein, nicht Dzeko, nicht Götze, sondern Kalulu. Und zwar 152, okay. Habe ich mir gestern einen gesniped. Das meine ich mit, wenn ihr nochmal auf Nummer sicher gehen wollt, geht nochmal, filtert nochmal 4.000, 5.000, 6.000 Coins runter oder halt auch 10.000 Coins. Setzt euch da ein paar Minuten dran, aber glaubt mir, da kommt irgendwie immer was rein. Und wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr auch mal einen kleinen Snipe holen. Sage ich mal, selbst wenn er dann irgendwie auf 164 Richtung Spieltag geht, nehme ich hier einen kleinen Gewinn mit. Deswegen, man muss hier so ein bisschen schauen. Mailand hat halt gegen Paris verloren, 3-0, glaube ich, ne? Oder 2 oder 3-0 sogar, schon sehr hart gewesen. Und Milan, apropos Milan, Freunde, morgen gegen Napoli. Ich komme ja aus Napoli. Freundin aus Mailand. Boah, das wird ein Ding. Und Freundin kommt sogar morgen. Das wird hart. Auf jeden Fall muss Napoli abliefern. Problem ist, Mailand hat zweimal hintereinander verloren. Einmal gegen Paris, einmal zu Hause gegen Juve durch die rote Karte vor allem, die Mailand sehr beeinträchtigt hat. Aber ist erstmal okay. Also 3-0 schon hart, Mailand, sage ich euch ehrlich. Sie spielen auf jeden Fall jetzt gegen Paris. Und hier ist die Sache, Mailand muss abliefern, sonst fliegen sie raus. Holt Mailand einen Win. Warte, Kalulu ist wann erschienen? Im September, ja, im September und haben seitdem halt auch kein Win geholt. Sie stehen immer noch bei 0. Mailand muss jetzt langsam mal abliefern. Sie spielen jetzt einmal zu Hause gegen Dortmund und zu Hause gegen Paris. Könnte man theoretisch beide Spiele gewinnen und somit würde Mailand, nicht Mailand, sorry, Kalulu, noch weiterkommen. Doppeltes Upgrade, 87er Karte würde auf 300 oder 250 oder so auf jeden Fall, vor allem durch den Hype, dann hochgehen, weil das keiner erwartet. Und deswegen, hier kann man oder würde ich eher vor dem Spieltag verkaufen. Ich gebe euch mal so die 150er-Grenze mit. Versucht's mal, wenn ihr den irgendwie für 151, 152 oder so bekommt. Ich glaube, Richtung Spieltag, wenn da nicht irgendwas. Also da kam ja noch Tomori, ne, als Konkurrenz raus, der aber auch nicht der günstigste ist, wie ich gesehen habe. Ja, knappe 400.000. Und so könnte halt Kalulu auch in die Richtung gehen. Plus halt den Frankreich-Link mit Theo Hernandez und auch ein Maignan zum Beispiel. Aber okay, allgemein, Frankreich verkauft sich ja immer besser als England, sage ich mal. Kurz zusammengefasst, probiert ihr noch, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr es riskieren wollt, so ein bisschen risky hier auf 100, Richtung 150 zu gehen. Und dann muss man auf jeden Fall schauen. Dann haben wir Team 2. Wir haben einmal Pepe. Und Pepe finde ich sehr interessant. Den würde ich mir so Richtung 18 holen. Den habe ich auch auf dem Discord, glaube ich, sogar für 17 empfohlen, weil wir dann noch früher dran waren. Und der ist jetzt schon auf 20.000 hochgegangen. Und wenn wir uns das auch einmal hier anschauen, warte mal, Porto Spieltage. So, 4-1 gegen Adverb gewonnen. Und bei einem erneuten Sieg würde, ja,
Pepe sein erstes Upgrade bekommen. Und wenn Barca gegen Shakhtar gewinnt, wäre Porto und Barca auf jeden Fall weiter. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube mal, dass Porto es auf jeden Fall schafft aus der Gruppe. Und wenn sie jetzt gewinnen, sind sie bei 9 Punkte. Barca besiegt Shakhtar, haben Barca 12, die 9, 3 und 0. Dann sollte Porto eigentlich so gut wie weiter sein. Dann reicht Porto ja ein Unentschieden. Und wenn selbst wenn nicht, muss Shakhtar erstmal beide Spiele gewinnen gegen Porto. Ich glaube auch, da spielen sie da in Porto. Warte, darf ich mal kurz schauen. Barca kommt dann und dann in Porto sogar gegen Shakhtar. Okay, Shakhtar wird es auf jeden Fall schwer haben, wenn Porto jetzt gegen Antwerp gewinnt und sie auch gegen Barca verlieren. Ich glaube, Barca hat ja auch irgendwie, wie viel hat Barca gewonnen? 2-1, okay, knapp. Wenn Porto aber jetzt im nächsten Spiel gewinnt, wir wollen ja erstmal kurzfristig investieren, dann wird Pepe auf eine 85 gehen. Könnte auch Richtung Spieltag wegen dem Upgrade halt, was dann halt möglich ist und auch fast safe ist gegen Antwerp, sage ich mal. Wenn sie schon auswärts 4-1 gewonnen haben könnten oder sollten sie zu Hause, kann man das eigentlich erwarten, auch gewinnen. Könnte Pepe auf eine 85, also wird Pepe auf eine 85 gehen, wird ein geiles Upgrade bekommen. Ich finde die Karte auch cool, muss ich sagen. Also wenn er ein bisschen mehr Pace hat, guckt euch das mal an. 90 Physis, 84 Defending und er kann halt noch 2 Upgrades sammeln, die auch so gut wie relativ safe sind, wenn sie jetzt Antwerp besiegen. Könnte auch auf 25.000, 30.000 hochgehen. Oder sagen wir mal 25.000 sehe ich auf jeden Fall, wenn er ein Doppel-Upgrade bekommt. Also auf 25 oder halt höher. Und deswegen kann man sich auch hier ein paar auf Masse mitnehmen. Wird aber nicht für 20 einkaufen. Pepe bekommt man oft unter 19 sogar. War heute über einen Tag hinweg oft sogar bei 17.000, wo man den sich mitnehmen hätte können. Und deswegen würde ich hier so 18 oder also 18,5 oder tiefer und mir da vielleicht auch ein paar einpacken. Dann haben wir die Maria. Die Maria ist gut gecrashed. 34.000. Problem ist, ich weiß nicht, was dieses Jahr mit den Jungs los ist. Letztes Jahr im Halbfinale. Dieses Jahr komplett eingebrochen, im Bruch, immer noch am Zuhause gegen Real Sociedad verloren. Spielen sogar jetzt in Real Sociedad. Man muss aber auch fairerweise sagen, Real Sociedad spielt eine gute Saison, ist gerade echt gut drauf. Und somit werden sie es auf jeden Fall in Spanien schwer haben. Danach spielen sie auch vor allem noch gegen Inter. Und danach gibt es das Spiel gegen Salzburg auch noch auswärts. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer, weil wenn Real Sociedad jetzt gewinnt und sie verlieren, sind sie raus. Dann bekommt er kein Upgrade mehr. Und sie müssen gewinnen, dann hätten sie 3 Punkte. Dann müssen sie gegen Inter. Oh, es wird schwer. Okay, es wird sehr schwer. Weil sie müssen Minimum 2 Wins und einen Unentschieden holen. Und Real Sociedad oder Inter dürfen nicht mehr punkten. Bedeutet, im besten Falle müssten sie alle 3 kommenden Spiele gewinnen, weil sie halt alle 3 verloren. Sie haben alle 3 verloren. Das ist krass. Also wirklich, Real Sociedad, Inter verloren und dann noch zu Hause gegen Salzburg verloren. 34 aber ist aber nicht viel, ne? Nee, gebe ich euch mal nicht mit, Freunde. Weil ein Upgrade ist relativ unsicher und da finde ich die anderen Investments besser. Muss ich fairerweise sagen, finde ich nicht mehr so interessant. Dann machen wir weiter mit Klaus. Wo bist du, Brudi? Wo bist du? Hier ist Klaus. Wir haben 9,28,5 und der kann halt immer noch auf eine 87 hochgehen. Marseille hat das letzte Spiel, wenn wir uns mal kurz das hier anschauen, gegen Athen 3-1 gewonnen. Sie spielen jetzt in Athen, könnte hier sein erstes Upgrade sammeln durch die 2 Siege und wenn sie gewinnen, sollten sie mit 8 Punkten nicht weiter sein. Ne? Ich sage jetzt nicht, ey, die sind dann weiter, weil besiegt Brighton Ajax hat Brighton 7, die 8, die 4. Wird auf jeden Fall dann immer noch knapp und Marseille spielt ja auch danach noch gegen Brighton und Ajax einmal und es wird nicht leicht, auch wenn Ajax katastrophal derzeit irgendwie drauf ist, sind auch in der Liga 16. oder so. Wenn Marseille das nächste Spiel aber gewinnt, werden sie ein Upgrade bekommen. Sollte aber Klaus eine 86 bekommen, wird auf jeden Fall der Hype auch hier ihn über 30.000 steigen lassen. Bin ich mir relativ sicher vor dem Spieltag. Hier würde ich aber auch nochmal runtersnipen. Ist mir gerade etwas zu teuer bei 29.000. Hat man heute auch schon für 27 bekommen. Gestern war der auch hier teilweise oft für 27. Vielleicht wartet man hier auf morgen Abend, wenn ein Hero Pack kommt. Verkaufen einige nochmal, weil sie die Hero SBC abschließen wollen, ihre Investments. Klaus geht nochmal auf 27 oder tiefer und da investiert man nochmal. Deswegen bringe ich das Video auch so früh. Einfach in den nächsten Tagen schauen, wenn man nochmal so einen Einbruch hat, dass man hier vielleicht in die Karten reingeht. Ich finde den halt sehr interessant auf Langzeit. Ich finde die Karte jetzt schon cool, so von den Stats her. Habt den auch Untrade im Verein und wenn er dann irgendwie, stellt euch mal vor, echt eine 87 bekommt, was passieren kann. Sie müssen ja nur weiterkommen. Die sind ja gerade Erster in der Gruppe und noch einen Win holen. Egal gegen wen. Ob sie jetzt den Win gegen Athen holen, Brighton oder Ajax. 86 sollte relativ safe sein. Ich glaube nicht, dass sie jetzt alle 3 Spiele verlieren werden. Und auch hier auf Langzeit sehe ich Klaus auf Richtung 35.000. Wenn sie abliefern, Marseille, ihr müsst abliefern, dann ist hier auf jeden Fall auch einiges drin. Okay, Freunde, ich habe wirklich genug geredet zu den ganzen Karten. Wir können noch ein den von Freiburg mitnehmen, Sildilia. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Kann man auch in der IV zocken, deswegen finde ich den interessant. Sieht aus wie Willi auf dem Bild, ist sogar Rechtsverteidiger, also ganz verrückt. Hier unter 17, ganz klar, kann ich es auch mitgeben. Aus dem Grund auch nochmal hier, weil ich auch alle Spiele erklärt habe.
Freiburg, können wir uns mal kurz anschauen, hat das letzte Spiel 3-1 gewonnen gegen Baka Topola und spielen jetzt auch zu Hause gegen Baka Topola. Und wenn Freiburg gewinnt und West Ham gewinnt, ist auch hier Freiburg dann so gut wie weiter. Außer Olympiakos gewinnt die beiden Spiele und Freiburg verliert beide. Aber ansonsten ist Freiburgs Weiterkommen auf jeden Fall schon weiter fortgeschritten. Sagen wir es mal so, fast safe, 95% safe, wenn sie jetzt zu Hause gegen Baka Topola gewinnen. Und hiermit könnte er in Zukunft auf eine 85 gehen, würde dann auf so 84, 85 Pace gehen. Hier hätte er so 84 Physis, 86 Defending und den dann als IV, man kann den auch als IV zocken, wird mit der interessanteste Innenverteidiger aus der Liga. Ist halt noch Frankreich, linkt auch in vielen anderen Ligen, kann man aber auch als Rechtsverteidiger zocken. Ist halt derzeit eher uninteressant als Rechtsverteidiger, hat doch eine stabile Größe mit 1,86. Ich finde den viel zu günstig. Ich sehe den, wenn Freiburg weiterkommt, also sein Plus-2-Upgrade dann noch bekommt, Sildilia, dann, oder dass er auf jeden Fall auf so 23.000 bis 25.000 Minimum ansteigen kann. Guck mal, wenn wir uns mal Beispiel Hinsapia anschauen, das hat mir ein Abonnent geschickt, muss ich sagen, Grüße gehen raus. Der hat ähnliche Stats wie Sildilia dann aussehen kann, mit einer vercrackten Liga so mäßig zum Linken, ne, Ecuador, aber Ecuador ansonsten super Nation, jetzt auf FIFA-Basis gesehen und hier finde ich, er wird so ähnliche Stats bekommen und liegt gerade nur bei 17. Das finde ich voll komisch. Und er kann sogar als IV zocken in der gleichen Liga, nur mit einem mit der Nation Frankreich noch. Deswegen, also klar, er hat noch die Leverkusen links in Sapir mit Frimpong, Grimaldo, verstehe ich auch. Aber auf Langzeit gesehen könnten wir hier auch einen dicken Gewinn rausbekommen, wenn er dann das Doppel-Upgrade bekommt. Aber okay, Freunde, ich würde sagen, das auf jeden Fall dazu. Dann habe ich noch ein paar Packs. Ich habe die Top-Partien abgeschlossen. Das auf jeden Fall zu den ganzen Investments. Ich habe mich hier wirklich verrückt geredet mit den Investments, aber ich wollte es ausführlich für euch machen. Dann machen wir nochmal ein paar Packs. Morgen, wie gesagt, dann die Weekend League Rewards. Japan, ZOM, das wird. Okay, Nagasato, 84er, stabiles Rating. Dann hier hoch. Ich will auch gleich eine Team of the Week SBC einmal mitnehmen. Da Kollege was Gutes daraus gestern gezogen hat und ich will es mal ausprobieren. Jetzt gleich noch vor 19 Uhr, in 5 Minuten ist es bei mir 19 Uhr, dann können wir es einmal vor 19 Uhr jetzt mitnehmen und danach nach 19 Uhr. Dann haben wir jetzt nochmal, also noch zweimal das Team of the Week Pack. Hier haben wir Rauch drin. Seltene gemischte Profi Pack klein. Come on. England. LV Luke. Na, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist eine Frau. Eng, oder? Ja, Stokes. Dann das letzte Pack. Hat sich ja richtig gelohnt, die Top-Partien hier fürs Video aufzusparen. Nein, nicht wieder Andrich. Ich habe ihn gestern schon gezogen. Ey, Chat, gestern schon Andrich gezogen. Der geht für 12.000. Gönnt doch einmal was anderes. So. Schade, stellt euch mal jetzt vor Centurions Icon. Der geht halt wirklich nur für 12, nicht mal für 11.000. Den kann ich discarden gefühlt. Ich werde sie doch nur einmal abschließen, weil die schon sehr teuer ist mit 2,83er. Come on, einmal geht's. 3, 2, 1. Warte, wir machen einmal ein Stat-Reveal, Freunde. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich weiß, nur ein Team of the Week Pack. Okay, ich habe drauf gedrückt. Wir drücken R3, R1, R1. So, 86, 83. Oh, warte mal. So ein Außenverteidiger. Innenverteidiger. DJ Eko schon wieder. Dann haben wir... Oh, Chat wollte ich schon sagen. 87, 85, sehr... Nee. Okay, ist Rating. Würde ich erstmal mitnehmen, ist stabil. Dann haben wir... Openda. Openda ist cool. Ich würde mit Rating gehen. Kostet halt so 20.000, glaube ich, 25.000. Aber er liegt so bei 48 und ich finde Openda cool. Nehme ich mit, den spiele ich als Supersub. Oha. Hat sich gelohnt, die SBC mitzunehmen. Jetzt hier noch einen Simons mitnehmen und dann läuft es doch. Nein, Spaß, aber ist okay. Nehme ich mit. Das war's ansonsten vom Content. Mehr war es nicht. Pirlo, Challenge SBC, kann man mitnehmen. Pack SBC, viel Glück. Ansonsten gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viel steht ihr in der Weekend League, wenn ja. Oder was habt ihr erreicht, wenn ihr schon mit der Weekend League fertig seid. Ansonsten sehen wir uns morgen Abend wieder, Freunde. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Vielleicht, wenn wir das nächste Video aufnehmen, haben wir die 70.000. Ich hoffe. Wenn nicht, werden wir sie wahrscheinlich dann morgen erreichen. Ansonsten bin ich raus, haut da rein und Peace.